Oh!
sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld? Thank you.
was der Mensch und brach
Dass ihr euch untereinander
Die Liebe mit der
Ried, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der hohen Priester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackellampen und mit Waffen. Das Schwert in ihm.
Klage bringt ihr vor,
Thank you.
das ist Wahrheit. Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm, schlugen ihm ins Gesicht und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, sei gegrüßt.
gehen, o Jesus, sagen, schrien sie, Sünde. Von Donner
trachtete Pilatus danach, ihn frei zu lassen. Die Juden aber schrien: schrien aber: Weg, weg, weg mit ihm!
Und sie kreuzigten ihn. Und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber setzte eine Aufschrift auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Da sprachen die Hohepriester zu Pilatus: Scheine nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Lass uns losen, Damen und Rosen, lass uns losen!
um
lieb.